Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem es um zwei sehr aktuelle UHD Universal Player geht. Zum einen ist das der EPUC UHD 8592 Pro und der Cine Ultra V204. Bei den Playern handelt es sich vom Hersteller jeweils um eine gepimpte, verbesserte Version. Und ich werde kurz mal sagen, was die Unterschiede sind zu den Basisversionen. Fange ich an mit dem Cine Ultra V204. Am Namen zu erkennen, dass es die bessere oder technisch aufwendigere Version ist. Der V203 ist die einfache Version. Und die Player unterscheiden sich darin, dass in diesem Gerät ein lineares Netzteil mit einem 1,2 Kilo schweren Ringkerntrafo, der auch magnetisch geschirmt ist, und einer zusätzlichen großen Netzteilsektion. Das ist der Unterschied zum Basisgerät. Das Basisgerät, der 203, hat einfach nur ein klassisches Schaltnetzteil und ist dadurch weltweit sehr einfach zu nutzen. Dieser EPUC hier, die Standardversion heißt einfach nur UHD 8592, ist noch mal etwas aufwendiger. Neben den technischen Verbesserungen wie einem linearen Netzteil, auch mit einem großen Ringkerntrafo, der magnetisch geschirmt ist, einer entsprechenden Netzteilplatine, die eine vierfache Pufferung, Filterung des Stroms verursacht oder mit sich bringt, also nicht nur dreifach, sondern wirklich schon auf einem sehr hohen Niveau. Und dazu noch, was dieses Modell nicht hat, ist eine duale Femtoclock. Bedeutet, wir haben einen doppelten Taktgeber für das Mainboard, was in beiden Playern identisch ist. Baulich gesehen ist der Player auch nochmal etwas hochwertiger. Dieser hat eine doppelte Bodenplatte und auch im Gegensatz zu dem und auch den anderen Standardversionen beider Hersteller massive Aluminiumfüße. Bedeutet am Ende, der wiegt um die 6,5 Kilo und der wiegt um die 8,5 Kilo. Optisch sind beide Player letztendlich nur an der Front anhand der Firmenlogos hier oben in den Ecken zu unterscheiden und auch der Schriftzug auf der Disklade ist anders. Auf der Rückseite sieht man hier ein Hauptnetzschalter, die Kabelbuchse, 3-Pin, eine RS-232-Schnittstelle, einen Koaxialausgang, ein optischer Ausgang, ein USB 3.0-Eingang, HDMI 2, das ist Audio Only, und der Main-Ausgang für Bild und Ton und eine Netzwerkbuchse. Das Gleiche haben wir bei diesem Gerät hier, absolut das Gleiche. Optischer Unterschied ist hier, die RS-232-Buchse hat genau das andere Geschlecht. Wenn man jetzt mal hier guckt, auf der Rückseite, auf der Unterseite, haben wir hier Kunststofffüße, goldener Version und eine einfache Bodenplatte. Trotzdem wirkt das Gerät sehr, sehr wertig. Oder beide Geräte wirken sehr, sehr wertig, insbesondere bei einer knapp 8 mm starken Frontplatte. Und im Gegensatz zu den Klassikern Oppo haben wir die Knöpfe hier auch wieder aus Metall bzw. sehr gut massiv beschichteten Kunststoff, dass es sich einen sehr wertigen Eindruck hinterlässt. Hier ist er ein bisschen aufwendiger. Man sieht, die Füße hier sind aus massivem Aluminium und die zweite Bodenplatte ist von außen angebracht. Ebenfalls genauso hochwertig der Aufbau, massive Front, massive Knöpfe. Das sind grundsätzlich die Unterschiede. Ja, Universal Player habe ich extra gesagt. Beide Geräte spielen CDs, DVDs, SACDs, DVD-Audios, Blu-rays und UHD-Discs ab. Deswegen also alles, was es so grundsätzlich an offiziellen und dedizierten Disc-Formaten gibt, sind mit den Playern abzuspielen. XR-CDs, Blu-Spec-CD, das sind ja alles nur so Nischenprodukte und die
spielen für mich jetzt erstmal keine Rolle, spielen die Geräte aber auch ab. Ich selber hatte schon früh Universalplayer. Mein erster war ein Denon DVD 2900, also da gab es noch gar keine Blu-ray und der hatte noch einen Komponentenausgang, JUF-Ausgang. Und mein erster Blu-ray-Player, Universal-Blu-ray-Player, war der Oppo BDP 8.3 SE. Es gab auch da wieder eine Standardversion und der SE hat ein besseres Netzteil, hat einen besseren Wandler drin gehabt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keinen HDMI-Verstärker bzw. keine HDMI-Vorstufe. Und so habe ich dann halt Wert auf die analoge Ausgangssektion gelegt, die hier bei diesen Geräten ja komplett fehlt. Die sind rein digital. Sofern ich mich recht erinnere, hatte der BDP 8.3 SE und der BDP 8.3 keine 3D-Fähigkeit. Und deswegen folgte bei mir irgendwann dann von Cambridge Audio der BD751, 3D-fähig, auch wieder eine hochwertige Analogsektion und ein Universalplayer. Danach irgendwann habe ich gesagt, okay, ich steige sowieso komplett auf digital um, sprich, ich brauchte keine weitere Analogsektion mehr, weil meine Rotel RSP1572 genug HDMI-Eingänge hatte, habe ich mich dann von dem guten Cambridge Audio getrennt. Und es folgte erstmal ein Pioneer BDP LX58, auch ein sehr schöner Player, hochwertige Verarbeitung, aber letztendlich war die Firmware nicht so schnell wie die Oppo-Firmware und so flog der raus und ja, was soll ich sagen, dann kam der BDT101CI, das ist eigentlich das Custom-Installer-Modell von Oppo gewesen, mit verschiedenen Steckplätzen, unterschiedlicher Karten. Ein super guter Player, massiv gefertigt, aber den habe ich dann irgendwann mal gegen einen UHD-Player ausgetauscht und das war ein Cambridge Audio CX UHD, quasi ein Oppo BDP, nee, UDP 203, nur ohne Analogsektion, ein rein digitales Gerät, weil ich brauchte nur noch HDMI, das war genug für mich und den habe ich danach auch noch gepimpt, Laufwerksaufhängung wurde angepasst. Die Deckel wurden bedämpft, genauso wie ein lineares Netzteil, ein massives, ein interner Netzfilter, war alles mit drin. Gut, da die Preise aber für die Oppos und die Cambridges gestiegen sind, habe ich den verkauft und habe mir einen von diesen hier gekauft. Zuerst war der Cine Ultra bei mir und dann kam der EPUC. Kam auch ein bisschen später erst nach Europa und preislich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist der Cine Ultra V203 bei ungefähr 600, 700 Euro, ich meine 660, 650. Der V204 ist jetzt bei 900 Euro. Das Basismodell von EPUC kostet 1199 Euro in Italien und die Pro-Version, genau dieses Modell hier, kostet rund 1600 Euro. Naja, es soll ja nicht einfach nur bei diesem Bericht sein, was gibt es für tolle Player, sondern es geht natürlich auch darum, was können die Player letztendlich. Zur Info, da drin arbeitet von MTK, MediaTek, das oder ein Mainboard, was den Oppo Mainboards sehr, sehr ähnlich ist und deswegen ist da auch die Oppo Firmware drauf. In der letzten Version, die es gab, hier als Jailbreak, sprich, es ist eigentlich alles freigeschaltet, was man nutzen kann. Im Gegensatz zu den Oppo Mainboards wurde hier nochmal eine höhere Selektion an Bauteilen ausgesucht. Das heißt, die Toleranzen sind nochmal geringer. Und ich hoffe, ich finde im Internet noch das passende Bild dazu, zu den Daten und werde das dann in diesem Video jetzt gleich irgendwo auch einspeisen, dass ihr einen kurzen Überblick habt, wie gut sind diese Bauteile. Ja, bezüglich Oppo dann halt auch, die spielten die Firmware, das Bild, das Firmware-Menü oder Software-Menü sieht komplett identisch aus und von daher spare ich mir das. Da aktuell mein Heimkino immer noch nicht fertig ist und hier im Wohnzimmer es sich nicht lohnt, die Geräte zu vergleichen, wird es gleich so sein, dass ihr im weiteren Verlauf des Videos das Heimkino meines Kumpel Jens sehen werdet. Der hat einen Sony Beamer und auch eine 5.1 Anlage und da werde ich dann beide Player mal anschließen. Da ich keine Rechte an irgendwelchen Filmen oder Musikstücken habe,
werde ich keine Videoaufnahmen davon machen, sondern im Fazit wird es Infos zu den Unterschieden, falls es die überhaupt gibt, geben. Von daher erstmal einen Schluck Kaffee und dann sehen wir uns gleich im Kino wieder. So Leute, jetzt hier live für dieses Video aus dem Kellerkino meines Kumpel Jens. Hi Jens! Der erste Einblick, erstmal kriegt der Jens und kann uns ein bisschen erklären, was sein Kino alles an Technik hat. Und dann werden wir auch gleich mal gucken und sehen, wie die Player angeschlossen sind. Von daher ab mal in das dunkle Kino rein und dann wird man direkt sehen, das ist eine relativ dunkle Bude hier. Und im Hintergrund sieht man direkt schon wunderbar den Bildgeber. Aber der Jens wird uns jetzt gleich erklären, was alles hier für ein Material verbaut ist. Und dann gehen wir kurz noch auf die beiden Player ein. Und am Ende des Videos wieder von zu Hause das Resümee zu den beiden Playern. Da ich keine Rechte an irgendwelchen Filmen habe, die offiziell übers YouTube oder sonst so zu präsentieren, werden der Jens und ich gleich ganz privat ein paar Videos gucken, genauso wie Musik hören in Stereo, wie auch Surround. Und dann werden wir mal festhalten, welcher Player besser ist oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt. So Jens, dann erklär mal, was hast du hier an Rear-Lautsprechern? Ja, hallo. Das sind JBL LSR6325P. Studio-Abhör-Kontrollmonitore mit sogar THX-Lizenz zum Abmixen. Mhm. Habe ich ausgewählt aus dem ganz einfachen Grund, klar, A, aktiv, B, mit rückwärtigen Wandmontagemöglichkeiten und C, was auch relativ selten bei einem Aktivlautsprecher ist, dass sowohl Bedienelemente, Lautstärkenregler und Bassreflexöffnung nach vorne rausgeht, was dann halt für eine Wandmontage schon recht passt. Sehr schön. Das ist nicht ganz so. Ich sehe es gerade. Hier on-off und die Regelung, die der Jens gerade gesagt hat. Sehr schön. So, und jetzt natürlich zu einem Prachtstück, zum Kernstück mit in deinem Kino. Es ist ein Sony. Ich habe nicht viel Ahnung von den Sonys. Ich bin eher der JVCler. Jens, was hast du hier für ein feines Gerät? Das ist der 570 ES, nativ 4K mit Memory-Speicher. Ist jetzt, glaube ich, durch den 590 abgelöst worden, aber wenn ich das richtig mitgekriegt habe, hat der 590 jetzt relativ wenig bis kaum Veränderungen. Ja, hat einen sehr, sehr tollen PT4000 von Panasonic abgelöst, dem ich aufgrund der automatischen CinemaScope-Formatumschaltung echt noch ein kleines bisschen hinterherweine, aber ansonsten im Bereich der Bildqualität ist der Sony natürlich in einer völlig anderen Liga. Das kann man nicht anders sagen. Macht definitiv Spaß vom Bild her. Ja, den guten alten Panasonic hatte ich ja auch damals, bin dann zu JVC umgestiegen. Aber was ich gerade schon so auf der Leinwand gesehen habe von dem Beamer, ist schon überzeugend. So, jetzt gehen wir mal nach vorne. Aber ich würde sagen, ich muss hier einfach noch was anderes präsentieren. Sehr geil. Jens, das Respekt an dich. Das ist quasi aus Empire Strikes Back, Original-Replika, den es als Bausatz innerhalb von, glaube ich, 100 Heften gab, den man zusammensetzen konnte. Und der entspricht halt genau dem Filmmodell, was für die Szene mit der Asteroidenverfolgung im Episode 5 Star Wars benutzt worden ist. Mit Innenleben, mit ja, bewegliche Rampe und noch einigen anderen Schönheits. Sehr schön, sehr schön. Mein Neid in positiver Form ist dir gewiss. Bei mir hat es nur für einen Lego-Falken gelangt. Der wird auch im Heimkinotisch verschwinden, aber dann mit einer schönen Docking Bay dazu. Mal gucken, ob ich noch die Erweiterung zur Docking Bay hole. Aber sehr, sehr geil. So, dann gucken wir mal, ob wir hier vorne ein bisschen mehr Licht hinbekommen. Ja, kriegen wir hin. So. Dann erstmal, Jens, ich weiß, du bist ein Aktivfan und das sind Backes und Müller. Korrekt. Das ist eine BM12 Prozessorgeneration, die ich tatsächlich im ersten Lockdown von jemand in Köln zu einem sehr, sehr zivilen Preis gebraucht erwerben konnte. Und die haben meine
treuen BM Nano abgelöst, die auch hier lange in Dienst getan haben. Ergänzt durch einen Velodyne SPL 1000. Sowohl der Velodyne als halt auch die Backus & Müller sind alle Chassis komplett servo geregelt. Das heißt, jede der einzelnen Membranen wird in Echtzeit halt kontrolliert und bei Bedarf nachgeregelt. Das ist also schon für ein sehr schnelles, sehr präzises Klangbild eine Sache. Wenn man es einmal gehört hat, möchte man es eigentlich kaum noch anders haben. Ja. Und wenn ich recht in Erinnerung gehe, hast du auch noch die Control-Box dafür, für die Anpassung der Chassis auch noch bekommen und konntest die dann schon wunderbar auf die Räumlichkeiten anpassen, ohne vorab erstmal eine Raumeinmessung durch eine AVR-Vorstufe zu nutzen. Es war tatsächlich etwas problematischer. Die sind auf den Raum des Vorbesitzers eingestellt worden und man kann die tatsächlich nicht durch einen Tastendruck löschen. Insofern musste ich halt an diese Box drankommen, um die halt wieder neutral einzustellen, um die halt doch in so einem besser akustisch genutzten Raum Größenverhältnis korrigieren. Genau. Also die sind schon nicht ohne diese Klopper hier. Ja, die gibt es auch sogar nochmal deutlich, deutlich größer. Aber hier für den Raum, mehr darf es eigentlich kaum noch sein. Wie viele Quadratmeter sind das hier? Das sind ca. 26. Ja, quasi fast wie meine gute Stube demnächst. 26 Quadratmeter. Ja, kommen wir mal zur Technik und weiter hier vorne. Lass mal überlegen, ist das eine Yamaha-Vorstufe? Ja, das ist das treue Leihstück von dir, wo ich dann auch sehr froh bin, dass er im Moment bei dir nicht genutzt werden kann, weil ich im Moment oder auch schon seit geraumer Zeit nach einem Vorverstärkersatz suche und aktuell auch nichts finden kann, wo ich sage, da passt tatsächlich alles. Insofern bin ich heilfroh, dass der gerade bei mir mal ein bisschen sich eingenistet hat. Ja. In der Mitte noch ein Center-Lautsprecher von der Mutterfirma, die aktuell Backus & Müller gehört. Das ist KS Digital, das ist also ein reiner Studio-Abmischmonitor. Passt aber klanglich halt sehr, sehr gut. Trotz dem großen Zeitunterschied zwischen den Hauptlautsprechern passen die sehr, sehr gut zusammen. Zum Zuspielen, Streamen und Files habe ich einen Nvidia Shield, PS4 und einen Sony UHD-Spieler, sehr einfaches Modell, aber was halt für mich für die Auswahl da wichtig war, war es halt die SAC, die Wiedergabe im Mehrkanal. Das halt tatsächlich zusätzlich zum Filmbereich auch noch eine Sache ist, die mir sehr viel Spaß macht. Ja, die wunderbare SAC-Wiedergabe. Deswegen ist es ja auch bei mir so, dass ich auch noch schön die Player habe. Welche Generation ist die Shield? Das ist die ganz neu. Die ganz neu. Das ist die letzte Pro. Ich hatte das Vorgängermodell und habe dann mir jetzt auch die neueste, damals, glaube ich, vor einem Jahr ist die rausgekommen oder anderthalb Jahren, ich weiß es nicht mehr. Und ist nochmal wirklich ein schönes Schüppchen an Geschwindigkeitszuwachs. Ja, ich habe auch noch die 2.17er. Ich glaube sogar hatte ich 2.15er. Und die hat schon so manche Schwächen hinter sich. Und da bringt die mit sich. Aber sie läuft immer noch. Ja, bezüglich Vorstufe, ne, wir quatschen ja oft genug darüber. Anthem AVM 70 ist ja jetzt rausgekommen und hat unter anderem im ASR-Forum einen sehr netten Test vollbringen können. Und alternativ schiel ich ja, du vielleicht ja auch noch, auf die Monoprice HTP-1. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Was es am Ende wird, mal gucken. Also man kann sagen, dass es sich sicherlich halt auf ich glaube, zwei oder drei Kandidaten mittlerweile reduziert hat, weil es gibt viele, viele Sachen, die aufgrund bestimmter Sachen, die fehlen oder nicht gut ausgeführt sind, einfach überhaupt nicht passen. Ja, naja, mal abwarten, wann die Monoprice auch und ob sie überhaupt nach Europa kommt. Dann wird wahrscheinlich, wenn es nicht passieren wird, die Anthem auch so mein Favorit werden. So, kommen wir jetzt zum Hauptaugenmerk des Videos bzw. des ganzen Berichtes, der Cine Ultra V204 auf dieser Seite und der iPOC UHD 8592 Pro. Von beiden Herstellern sind das die jeweiligen gepimpten Varianten, jeweils mit einem linearen Netzteil. Wir haben sie beide mit den gleichen HDMI-Kabeln angeschlossen, falls es Kritiker gibt, das darf nicht, das muss alles gleich bleiben. Haben wir gemacht und sogar die beiden USB-Sticks sind identisch. Bedeutet wirklich eine 1:1 Vergleichsmöglichkeit sogar. Beide Geräte lassen sich mit einer Fernbedienung steuern. Und von daher werden der Jens und ich jetzt
mal anfangen mit einem Bild- und Soundcheck. Und zu guter Schluss wird es dann noch ein Fazit geben. So, kommen wir zum Fazit zu diesen beiden Playern. Nachdem ich beim Jens alles wieder eingepackt habe und nach Hause gefahren bin, ist es natürlich jetzt ganz interessant, was hat sich ergeben? Was haben die Player präsentiert? Aber so schnell sind wir noch nicht, oder bin ich noch nicht, denn ich möchte noch ein paar Infos zu den Geräten an euch weitergeben. Und zwar einmal, beide Player sind ausgestattet mit einem Sony 481 Laufwerk. Sprich, nicht das komplette Laufwerk ist wie bei den Opus, sondern die Lasereinheit und der Loader sind komplett gleich. In der Basisversion vom UHD 8592 werkelt ein Sony 480 Laser und Loader. Und es kann auch sein, dass bei denen teilweise diese Geräte, bei dem Sinn Ultra, die Laser eingebaut sind, beziehungsweise die Loader. Das tut der Sache aber keinen Abbruch, denn die sind in der PlayStation 3 verwendet worden. Die sind auch gut. In Sachen Abspielgeschwindigkeit, Lesegeschwindigkeit sind halt die 481er Laufwerke ein Tacken schneller, aber sonst auch nichts. Genauso leise, genauso laut und sehen fast absolut identisch aus. Ich habe mir da ein paar Bilder im Internet angeguckt, über AliExpress Nachbestellungen oder so, und da tut sich nicht viel. Bezüglich Mainboard hier drin, was ich eben im Intro noch oder zu Beginn des Videos erwähnt habe, arbeitet von MediaTek der MT8581, genau hier drin. Das ist der gleiche Chip wie in den, oder Prozessor, SoC, wie in den Pioneer UDP Playern oder auch in den Oppo UDP 203 bzw. 205. Unterschied ist halt, dass die Pioneer bzw. die Oppos, Entschuldigung, nicht nur HDMI-Ausgänge haben, sondern auch Eingänge. Aber das ist halt auch der Unterschied bei diesen Oppo-Klonen. Die sind da halt ein bisschen geringer ausgestattet. Bezüglich Preisgestaltung, ja, weiß ich, der kostet schon um die 900 und ist ja geringer ausgestattet als ein Oppo UDP 203. Der hat ja noch seine Analog-Sektion. Und der UDP 205 ist natürlich von den Preisen auch noch was ganz anderes. Der war ja ungefähr so teuer wie dieses Gerät hier, Liste. Aber was soll ich sagen? Die Zeit ist rum. Ich könnte ja auch noch in D-Mark rechnen, mache ich aber nicht. Es ist halt so, der Markt ist so, wie er ist. Gebrauchte Oppo-Player und Cambridge Audios, die werden zu abstrusen Preisen verkauft. So langsam gehen die runter, weil wahrscheinlich der Druck durch diese Geräte hier oder auch andere Oppo-Klone oder Shinoppos, wie sie auch genannt werden, das sind die Media-Player ohne Laufwerk, die quasi die gleichen Mainboards haben, M92, 01, 03 und 05, wobei der 05 quasi das gleiche Mainboard hat wie der Oppo 205, auch mit einem HDMI-Eingang, wenn ich mich recht erinnere. Aber dadurch, dass ich eine riesen Mediathek habe mit tausenden Filmen und nochmal genug Musikdiscs, kommt das für mich nicht in Frage. Ich möchte einen Player mit optischem Laufwerk haben, wo ich einfach sagen kann, jo, ich habe Bock auf die CD oder die DVD, die SACD, und anschmeißen, aufmachen, genießen, anstatt alles erst noch zu rippen und zu gucken, klappt es. Ich muss es noch umkonvertieren, gegebenenfalls, damit das alles läuft. Gut, kommen wir zum Ergebnis. Ja, es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung für den Lars und mich. Und wie man im Aufbau feststellen konnte, hatten wir uns größtmögliche Mühe gegeben, dass alles gleich ist. Die HDMI-Kabel hatten die gleiche Länge, gleicher Hersteller. Die USB-Sticks waren die gleichen. Das heißt also, man kann da schon mal ausschließen, dass es da aufgrund irgendwelcher Sachen zu Unterschieden kommen könnte. Akustisch wie optisch. Und auch mit der Yamaha sind wir hingegangen und haben teilweise im Pure Direct-Modus geschaut bzw. gehört. Definitiv eine digitale Beeinflussung durch die Vorstufe unterbunden ist. Ebenfalls haben wir beim Sony-Projektor alle Bildberechnungen, Zwischenbildberechnungen,
Enhancer und was der nicht alles hat, deaktiviert, dass das reine Bild von den Playern dort ankommt. Es waren alles mögliche an Materialien dabei, unter anderem Demo-Trailer von Soul, James Bond, der Joker in UHD, in Full HD. Genauso wie an Musik waren SACDs mit dabei, DVD-Audio, Deepish Mode Violator, Tubular Bells von Oldfield, Peter Gabriel ab, auch neue Sachen, Yellow waren dabei, CDs, sehr alte CDs, gute Pressungen mit einer sehr hohen Dynamik, wie zum Beispiel von David Bowie, die Tina Turner XR-CD, Private Dancer, alles mögliche, kreuz und quer haben wir getestet. Und ja, komme ich zuerst zum Bild. Also beide Player machen ein sehr, sehr knackiges, scharfes und präzises Bild. Sehr farbreich. Ich möchte jetzt nichts irgendwie schön färben, aber ich habe einfach nichts vermisst. Da stottert nichts, da ist Punch hinter, da sieht richtig gut aus. Eine extreme Bildruhe, aber gut, die Frage ist, wie würde das Bild aussehen bei einem V203 oder bei einem 8592 ohne Pro in der Basisvariante oder halt zu einem Oppo 203, 205 oder einem ganz einfachen UHD-Player, wie es sie auf dem Markt gibt von Sony, die wesentlich kostengünstiger sind. Ich konnte halt wirklich keinen Unterschied sehen. Jetzt im aktuellen Test, es war natürlich auch nicht mein Heimkino, sondern das vom Jens. Sprich, ich bin das Bild von diesem Beamer nicht gewohnt. Hätte ich jetzt mein eigenes Kino und den JVC, dann wäre das natürlich möglich, dass ich sage, okay, da sind vielleicht Nuancen. Liegt auch vielleicht einfach an der Größe des Bildes. Vielleicht hätte man noch ein viel, viel größeres Bild haben müssen, um festzustellen, dass es da Unterschiede gibt. Ich bin auch ganz nah an die Leinwand reingegangen und habe versucht, da irgendwas zu sehen, aber nein, da waren keine Unterschiede. So erstmal für mich zu sehen, auch nicht im Standbild. Bedeutet nicht, dass es die Unterschiede nicht gibt. Vielleicht bin ich nicht empfindlich genug dafür oder man hätte einfach viel, viel mehr Erfahrung, Dauer in diesen Test investieren müssen. Langzeitmäßig, sprich, hätte ich sehr, sehr lange mit diesem Gerät oder mit diesem Gerät gucken müssen und vielleicht wäre dann im bewegten Bild etwas viel, viel besser geworden. Also ich gesagt, was heißt viel, viel besser geworden, sondern ich hätte Unterschiede mitbekommen. Ist jetzt aber nicht so, kann natürlich einfach an der Bildgröße liegen, am Projektor, ich weiß es nicht, vielleicht mit einem ganz großen Sony oder mit einem ganz großen JVC oder einem Profigerät würde man das dann auf der riesen Bildfläche sehen. Ich hatte beide Player auch in meinem Wohnzimmer, an meinem 75 Zoll angeschlossen und da muss ich ganz klar sagen, da konnte ich keinen Unterschied sehen. Beide Player haben ein sehr gutes Bild. Ich kann halt keinen Vergleich zu einem anderen Gerät ziehen, wobei doch eigentlich zu meiner Series X von Microsoft. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil darüber gucke ich halt nichts. Das ist für mich zum Zocken. Wie sieht es denn eigentlich mit den audiophilen Klangeigenschaften aus der beiden Geräte? Ja, das war natürlich dann so eine Sache, dadurch, dass wir beide Geräte angeschlossen hatten und per direkter Tastenwahl switchen konnten, war es natürlich relativ einfach. Ich hatte die Sachen alle gerippt und auf den USB-Sticks, die halt auch identisch waren und das war schon sehr interessant. Also beide spielen auf einem sehr hohen Niveau und der Jens und ich haben erstmal gar nichts gesagt zueinander. Wir haben einfach gehört und waren dann sehr überrascht, dass wir einen Unterschied hören konnten. Und bei Pure Direct, bei der Yamaha, ist es wirklich so, dass es keine digitale Beeinflussung gibt. Das Signal wird durch die Wandlung analog gewandelt und dann ging es zu den Lautsprechern. Ohne, dass da irgendwie das Delay oder Parametrische Equalizer eingewirkt hat. Pur. Punkt. Und was muss ich sagen? Der Cine Ultra hat ein sehr schönes Klangbild, sehr präzise und ja, hört sich gut an.
Das macht der aber auch. Mit einem Unterschied. Den würde ich, wenn ich jetzt schwurbeln würde mit Begriffen, mehr Wärme, ein lieblicheres Klangbild haben. Und der ist die analytische Maschine. Spaß beiseite, doch, ich bin eigentlich jemand, der sehr skeptisch ist, was das Klangbild oder Bildverbesserung angeht. Bei der Übertragung digitaler Medien in digitaler Art und Weise, wie es per HDMI ist. Aber Jens und ich haben uns nachher angeguckt und haben gesagt, ja, das ist ein Unterschied. Hätten wir beide nicht gedacht. Fakt ist, der hört sich etwas wärmer an, ne, vom Klangbild her. Ultra präzise, Punch. Michael Jackson, Jam, super geil bei meiner Pressung, die ich habe. Mit der Dynamic Range, da habe ich ganz viele Alben mitgehabt, die wirklich sehr dynamisch waren. Und hole ich jetzt mal. Und zwar war das einmal diese David Bowie CD unter anderem mit Modern Child, China Girl, Let's Dance. Sehr alte Pressung und eine Dynamic Range zwischen 13 und 16 dB. Dann hier Michael Jackson Dangerous, Pressung von 1991. Überaus dynamisch, hat richtig viel Spaß gemacht. Hatte ich auch beim Probehören beim Dieter Achenbach für die Sonn B MK2 dabei. Tina Turner, Private Dancer als XR-CD. Super Abmischung. Nicht basslastig, aber sehr dynamisch. Nochmal eine Michael Jackson Off the Wall. Ein Reprint der Erstfassung aus Japan. Wie man hier sehen kann, auch überaus dynamisch, zwischen 14 und 17 dB. Dynamic Range, Michael Jackson, Bad, auch reingehört, unter anderem in Liberian Girl, Dirty Diana von 87, auch sehr, sehr dynamisch, hat richtig viel Spaß gemacht. Natürlich liegt das auch an Jens seiner Anlage. Die Backes und Müller sind schon sehr hochauflösend und schieben gut. Ja, und hier diese wunderbare CD von Yellow, rausgegeben von der Stereoplay vor, oh Gott, 12 Jahren. Und ja, was soll ich sagen, da stellt sich dann doch heraus, auch bei den SA-CDs, der Violator oder der Tubular Bells, SA-CD und DVD-Audio, was wir nicht alles da hatten, dass er halt gefühlt im Bass ein bisschen mehr gedrückt hat und sich im Hochtonbereich etwas zurückgehalten hat. Und der E-Puck war sehr, sehr neutral, war in den Höhen kühler, würde ich so nennen, aber hat einfach mehr oder nochmal war der prägnanter. Das kann auf die Dauer sehr nervig sein. Aber gut, ich habe ja sowieso meine House Curve und kann das einfach mit einem EQ, welches halt entsprechend anpassen. Aber wenn ich noch an Queen The Game, die DVD Audio, zurückdenke, die wir gehört haben, fand ich, kam es viel, viel intensiver rüber oder klarer, wie, ja, wenn ich mir das vorgestellt habe, die Augen zugemacht habe, wie Freddie Mercury im Studio stand, in seinem Raum, akustisch optimiert, mit dem Mikro, irgendwie war da mehr Körper dran. Boah, jetzt schwurbel ich auch schon so, aber es ist halt so. Und das bestätigt eigentlich das, was ich auch im Internet gelesen habe, auch zum Beispiel zu diesem hier, dass diese linearen Netzteile,
Und hier wahrscheinlich dann auch noch die Femtoclock. Einfach im Bild gar nicht so viel mehr rausholen können, aber klanglich die Maschine einfach nochmal auf ein höheres Level bringen. Denn auch der Verkäufer des Cine Ultras, der Javier aus Spanien von Salon Digital, hat mir auf E-Mail-Anfragen bestätigt, dass die Player vom Bild her grundsätzlich gleich sind, aber es hier akustisch einen Unterschied gibt, dass der nochmal besser ist als der V203. Und hier muss ich jetzt sagen, wer es mag, Glück gehabt, und noch mehr Tonqualität haben möchte, wenn man es absolut analytisch und präzise haben will, sollte sich den E-Book kaufen in der Pro-Variante. Denn der Unterschied zwischen E-Book Standard und V203 ist, glaube ich, gar nicht so groß. Vielleicht vom Laser her, ganz wichtig, der Standard E-Book hat auch den 480er Laser bzw. Loader. Und von daher kann man jetzt einfach sagen, beides geile Geräte, wer ein gutes Gerät haben möchte, für 800-900 €, kann sich den kaufen. Wer das letzte i-Tüpfelchen auch in Sachen Klangqualität haben möchte und keine analoge Ausgangssektion braucht, soll den E-Book kaufen. Weil einfach sehr, sehr analytisches und präzises Klangbild vorhanden ist. Das waren jetzt viele Infos. Es wird wahrscheinlich auch Leute geben, die sagen, das ist Blödsinn. Da werden nur Einsen und Nullen über HDMI ausgegeben und viel wichtiger ist es, die Raumoptimierung anzupassen oder zu verbessern, die Positionierung der Lautsprecher. Und ja, stimmt, bin ich voll mit dabei. Und ich war auch bisher sehr skeptisch, was sowas angeht. Player A, Player B, klanglich gibt es da Unterschiede und ich hätte es nicht gedacht, doch, ist so. In den nächsten Videos wird es nochmal einen technischen Einblick geben in diesen Player, genauso wie in diesen Player. Da wird dann auch gezeigt, was ich an diesen Playern schon verändert habe, denn es gibt dann so ein paar Sachen, die sind nicht ganz optimal von Werk ab. Und da ich auch mein Cambridge CX UHD selber ein bisschen modifiziert habe, das ist quasi eine SE Special Edition war, ausgelegt auf definitiv HDMI-Ausgabe, habe ich mir die halt auch nochmal angeguckt und habe gesagt, okay, da gibt es Optimierungsbereiche. Fakt ist, wenn man sich so die verschiedenen Modelle anguckt und wer sich etwas auskennt bei den Playern, kann man zurückdenken an die Oppo BDP 103 oder auch den BDP 83. Da gab es von Nuforce, auch einem Hersteller von HiFi-Geräten, auch verschiedene Variationen. Die Special Edition und die Ultimate Edition sowas. Und ich würde jetzt auch sagen, ein V203 ist die Standardversion wie ein BDP 83. Hier dieser V204 ist das Pendant zu einem BDP 83 SE oder dem Nuforce Player in der ersten Variante und der E-Book ist quasi die Ultimate Edition von Nuforce bzw. ein BDP 83 Ultimate, weil er einfach hemmungslos auf die digitale Ausgabe über HDMI ausgelegt ist. Klar, wenn es keine analoge Ausgangssektion gibt, klappt das nicht. Von daher trotzdem hier zwei wunderbare Player. Ich glaube, jeder wird damit zufrieden sein. Und am Ende muss man sagen, vom Bild her konnte ich jetzt nicht so viel sehen, lag aber auch vielleicht an der Länge des Tests oder auch einfach am Wiedergabegerät. Wobei ich das nicht glaube, der Jens hat den schon gut kalibriert, den Sony. Und vielleicht lag es auch einfach an mir, dass ich nicht genug gesehen habe. Von daher, ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video.